Hallihallo, hier ist die Paulina aus der Nähschule Creamberry. Heute zeige ich euch diese Maschine hier und ich zeige euch, wie die funktioniert. So, today I'm going to show you this machine and I'm going to show you how it works, how you can thread it and loads of things. We will start with the top thread. Wir fangen an mit dem Oberfaden. Unsere Spule kommt hier drauf. We put our bobbin on the side and put our thread through the first thread guide. Als erstes kommt ungefähr 10 cm von dem Faden um die Spule herum. So I'll take about 10 cm around the bobbin and it's easier if you take this thread holder off. Ihr könnt dann hier diese Fadenhalterung einfach wegmachen und drauf tun, wenn ihr das wirklich braucht. Jetzt kommt man besser dran. Der Faden kommt in der O-Richtung drauf, so you put the thread clockwise around the bobbin. Put it to the side, also einmal nach rechts ziehen und jetzt können wir gleich Gas geben. Als erstes braucht deine Nähmaschine Strom. Hier ist das Netzkabel und kommt in die Maschine rein. So you take the plug and insert it like this into your machine and then you can switch it on. When your light is on, hier kann man die Nähmaschine anmachen. Damit die Nadel nicht beim Aufspulen mitläuft, schauen wir mal, dass wir unsere Handrad lösen. I've loosened the hand wheel, so the needle is not going to go with us when we're winding the bobbin. Now this is how it would look if the needle would be working. So I need to always open it up before I start winding the bobbin. In this video I'll also show you what could go wrong if you don't pay attention. Also hier zeige ich euch das auch. Was schief laufen kann, dass der Faden sich hier unten aufwickelt statt auf der Spule. So you just have to get rid of it before it goes into the machine and we can start again. Wichtig ist natürlich, dass ihr merkt, dass das passiert. Danach können wir neu anfangen. Also nehmen wir den Faden um die Spule herum. So you take it clockwise about 5 times and make sure that the bobbin is on the right hand side and your wheel is loosened up. We can now give a little bit of gas. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben mit dem Anlasser und so viel ausspulen, wie man braucht. When you're done, you take the bobbin to your left hand side and take it up. Wenn ihr fertig aufgespult habt, könnt ihr die Spule nach links bringen und nach oben ziehen. Danach den Faden einmal abschnibbeln und wir sind fertig. Und dann geht's weiter mit den oberen Faden. Then we start with the top threading. Hold your thread tightly between your fingers, like it's dentifloss. Nimm deinen Faden, halte ihn zwischen den Fingern fest, wie wenn es Zahnseide wäre. Wir gehen durch die Spannung zuerst. The thread goes through the tension and then we go all the way up to the thread lever. Falls der Fadenhebel nicht oben ist, dreh einfach das Rad einmal zu euch. So if the thread lever isn't up, you turn your hand wheel towards you. The last thread guide is at your needle. Hier an der Nadel angekommen, könnt ihr noch den Faden durch diese zwei Fadenführungen bringen, indem dass man es wieder wie Zahnseide hält. Ab und zu muss man die Nadel wechseln. Sometimes you need to change the needle to a different one and you can take it out like this. Halte die Nadel fest, dass sie nicht reinrutscht in die Maschine. Die flache Seite, die kommt nach hinten. The flat side is going to be in your back. That's how the flat side looks like. So sieht die flache Seite aus. Die runde Seite steht auch drauf, was für eine Nadel du in der Hand hast. So on the rounded side you would also see what kind of needle you have. Lower your presser foot. Bring den Nähfuß nach unten. Zum Einfädeln sollte auf jeden Fall deine Faden komplett glatt sein und nicht fuselig am Ende. Make sure that your thread is completely perfectly cut and then we can insert it into the needle. Dann können wir einmal durchwählen durch das Nadelöhr. Eine Nahaufnahme von diesem Prozess gibt es oben in der Ecke. A video regarding this process I will send you up in the corner so you can have a look at it close up. The storage box comes off very easily. So kann man frei anmachen aus der Nähmaschine. Hier sind zwei Pfeiler, damit man weiß, wie man das Ganze auch wieder drauf tut und eine Skala. Genauso see a scale, so you can see what kind of seam allowance you have already in the front. There is a lot of space for all your bits and bobs. Die Aufbewahrungsbox ist groß und geräumig, sehr praktisch. Wir haben hier einen Nähfuß für Knopfloch, Buttonhole Foot and the Zipper Foot is also here. Einmal den Reißverschlussfuß gibt es auch. Der Unterfaden kommt hier unten rein. So, our bobbin is going to get inserted in here.
You can open it up towards you like so. Deine Spulenkapsel kommt so raus. So now we have our bobbin case and there is already one bobbin inside of it. Hier ist er auf das Metall. Noch mehr zu spulen verlinke ich oben in der Ecke. So if you want to have some more information about bobbins, look at the video in the corner. Für diese Nähmaschine sollte man auf jeden Fall eine CB-Greiferspule benutzen. Am besten aus Kunststoff. The bobbin casing has a front side which looks like this and a back side like that. That's where you the bobbin is inside. Then you put it inside and make sure it goes through the tension. Der Unterfaden soll auch in der Fadenspannung drin sein. Das zeige ich jetzt. Er sieht aus wie eine kleine Tür, die wir aufklappen können. Dann ziehen wir einmal die Spulkapsel zu uns und schauen uns das Ganze an. Eine Metallstab steht nach oben und so soll es auch bleiben. So this one needs to be up. Die Spule fällt raus, wenn wir das Ganze kippen. Gravity will slide your bobbin outside. An der Seite gibt es eine Metallplätzchen, wo der Faden dann zusammengedrückt wird, um die richtige Fadenspannung zu bekommen. Mehr zur Fadenspannung gibt es oben in der Ecke. Up in the right corner I have also a video for you regarding tension and your thread, I'll put the white one inside, needs to go in between the plate here and your casing, like so. By holding your thread you can test if you have the right tension. Ihr könnt auch überprüfen, ob ihr den richtigen Fadenspannung habt. Das zeige ich noch weiter im Video. Now it's ready to insert in the machine, like so. When it's firmly inside, I also open the door and squeeze it tightly a little bit further into the machine. Also ich schaue mal, dass es wirklich tief drin in der Maschine ist. This is how it should look when it's finished. So sollte es ausschauen, wenn es fertig ist. Nicht so, not like this. Lass uns jetzt den Oberfaden nach oben angeln, indem dass wir den oberen Faden festhalten, das andere zu uns drehen. Now we hold the top thread and turn the hand wheel towards us until the thread lever is up. Wenn der Fadenhebel oben ist, sind wir fertig und können den Faden ziehen. Now we can pull both of the threads up and put them underneath the presser foot. Lass uns einen Nähtest machen. Let's do our first stitches. I'm using a cotton that's not stretchy. Ich benutze einen Baumwollstoff, der nicht dehnbar ist. Die Nahtzugaben kann man hier auf diese Skala sehen. The seam allowance you can see here in the front. I now insert the needle with my hand wheel. Ich drehe das Handrad einmal zu mir, um die Nadel reinzutun in den Stoff. Mit dem Anlasser gebe ich Gas. Am Anfang und am Ende sollte man rückwärts fahren, damit die Nähte auch halten. You will need to go backwards on every seam in the beginning and the end, so they don't open up. This machine only has a few stitches, but that's all you need to have in the start. Die Nähmaschine hatte nicht ganz so viele Stiche, aber die sind sehr übersichtlich. Und mehr braucht man auf gar keinen Fall als Anfänger. Es gibt 3 Geradstiche und ein paar Zickzacks. You can pick in between 3 straight stitches and a couple of zigzags. I will start with a straight stitch and then go to zigzag. Ich werde als erstes einen Radstich machen, dann zu Zickzack auch ändern, damit ihr die Nähte auch sehen könnt. With this machine you can go slow and you can also go quite fast. Mit dieser Maschine könnt ihr langsam nähen und ihr könnt auch leicht in den Ecken drehen, wenn die Nadel drin ist und auch schnell fahren. The widest zigzag looks like this. Der also am breitesten Zickzack sieht so aus. Jetzt kommt der dreifache Zickzack. So now we have the three point zigzag
Es gibt sogar einen elastischen Geradstich. Der ist super, wenn ihr Jersey nehmen wollt. So this is the elastic straight stitch, which is perfect for Jersey. Wie ihr seht, gehe ich einfach vom Naht zu Naht und probiere die aus, damit ihr die sehen könnt. So I will just take the next stitch and you will see how they look in the end. It's also good if you always try your stitches before you start a project. Es ist immer gut, wenn ihr eure Stiche einmal ausprobiert, bevor ihr startet. Es kann sein, dass die verschieden ausschauen in verschiedene Stoffe. Und es kann sein, dass man auch noch die Fadenspannung ändern sollte. It could also be that you need to change your tension regarding to which fabric you're using. Let's also sew a buttonhole. Wir werden einmal unsere Nähfuß einmal ablassen und den Knopflochnähfuß dran machen. Der Faden kommt erstmal durch dieses kleine Loch. The thread you put first through this hole before you actually clip on your presser foot. In the end of the movie, I'll show you a video that's actually good for buttonholes. Also am Ende des Videos werde ich euch zeigen, welche Video ihr als nächstes schauen wollt, solltet, wenn ihr Knopflöcher nähen wollt. If you find that the buttonhole is not dense enough, the stitches are not dense enough, you can just drive twice. Wenn die Nähte nicht so dicht sind, dann würde ich an eurer Stelle nochmal fahren. Das mache ich zum Beispiel hier, dass ich zweimal das B fahre, weil ich einfach ein dichteres Ergebnis haben möchte. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder einfach was erzählen möchtest. Ich freue mich immer, die zu lesen. So, write in the comments if you have any questions. And maybe you have the machine, you can tell us more about your machine. The pressure on the presser foot can be adjusted. This is how it's very tight and the wider it's up, it's looser. Nähfußdruck kann man hier einstellen. Here are some close-up photos of the machine. That could be useful. Knopfloch ist rechts besser ausgeschildert. The buttonhole instructions are better on the right hand side. Thank you for watching this video all the way to the end. I am very grateful for that. Ich bin sehr dankbar, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Gebt gerne das Video einen Daumen hoch und ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Make sure to give this video a thumbs up and enjoy your sewing day. So see you soon.